Männer, eure Spielweise, die läuft unter dem gleichen Motto, wie wenn Feuerwehrleute einen Kater vom Baum holen. Alles für die Katz! Ah, es wird Herbst in der Bundesliga. Kurzes Herbstgedicht, fällt ein Blatt in den Teich, Blätterteich. Die Eintracht, die spielt so gar nicht herbstlich, ne? Also ohne Sturm. Und die Bayern, pünktlich zum Oktoberfest, verrichten die richtige hier Maßarbeit. Da wird es selbst für Leipzig schwer, ne? Es wird Dosenschießen auf einem ganz anderen Level. Auf dem Cannstatter Wasen haben sie mittlerweile die Schießbuden schon umbenannt in Kürassie. Ein Schuss, ein Treffer. Da kriegst du an einigen Stellen schon ein bisschen Gänsehaut. Wobei, da darfst du heute nicht mehr sagen, ne? Wer Gänsehaut, der schlägt auch Enten. Patrick, spiel doch mal einen klaren Pass. Bei der Autonummer ist auch das Wichtigste, dass die Sitze sauber bleiben. Bei Union Berlin ist momentan dicke Luft in der Kabine. Ne? Also alles, was die erreicht haben, ja geil. Champions League hier, Real Madrid, knapp verloren 1-0. Dann verlierst du aber zu Hause gegen Hoffenheim 2-0. Und der Trainer hat gesagt, ich spreche jetzt ein Machtwort. Urs Fischer. Und der ist ja Schweizer. Jetzt frage ich mich, wie sieht so ein Schweizer Machtwort in der Kabine aus? Männer, Obacht, wir haben verloren. Oder. Die Schweizer hängen an jeden Satz ein Oder. Wir brauchen mehr Tore. Oder. Ja, oder was? Klar. Ich stelle mir Urs Fischer als Kind vor. Bei der Sendung 1, 2 oder 3. Kennt ihr noch, oder? Hier, wo die immer so rum. 1, 2 oder 3. Letzte Chance. Vorbei. Ob ihr wirklich richtig steht, seht ihr, wenn das Licht angeht. Stefan, jetzt spielt er dir schon wieder den Pass durch die Hosenträger. Was soll auf deinem Grabstein mal stehen? Ich wurde reingelegt. Oder was? Union hat ja den italienischen Superstar Bonucci verpflichtet. Der wiederum hat sich so einen Motivationstrainer genommen. Ferrarini. Der verspricht schnellen Erfolg wegen hier Ferrari. Jedenfalls hat der Bonucci seitdem ein neues Mittel, mit dem seine Zweikämpfe noch härter werden. Das Zeug haben die römischen Soldaten seinerzeit schon verwendet, also keine Helme. Damit die Zweikämpfe für den Gegner noch unangenehmer werden, nimmt der Bonucci was? Knoblauchpastillen. Wüssten das die japanischen Fußballspieler, die hätten die besten Verteidiger der Welt. Das mit den Knoblauchpastillen, das ist so ein bisschen adaptiert von unserem Ritual vor jedem Spiel. Das doppelte B. Bohnenkamp meets Bohnensuppe. Kriegt jeder von meinen Jungs vorm Spiel halben Liter Bohnenkamp und drei Teller Bohnensuppe. Weil dann wird der Zweikampf für den Gegner sowohl oben als auch unten richtig unangenehm. Hermann! Wir beide, ne? Wir gehen heute Abend Sterne gucken, weil der Mond nimmt gerade ab. Vielleicht hilft's ja was. Ja, und Darmstadt 98 bekommt den Bundesliga-Wind so richtig zu spüren, ne? Das muss man an der Stelle ja mal sagen. Hier gegen Gladbach zu Hause 3-0 geführt, am Ende nur 3-3 gespielt. Schuld am Ende natürlich hier Schiri wegen Handspiel und so weiter und so fort. Wie groß ein Frosch wird, entscheidet sich auch, wie viele Autos drüber fahren. Du musst dich mal richtig aufstellen als Verein. Da sagt der Lieberknecht irgendwie, ja, die Fußball-Bundesliga ist wie so ein Cluburlaub, wo 25 bis 30 Jahre immer dieselben Gesichter sind. Und dann kommt irgendwann ein neuer und der wird dann genau beäugt. Wie sieht er aus? Was hat er an? Im Kölner Keller sitzt noch ein Barkeeper. Der hat dann auch noch eine Meinung. Ja, Darmstadt 98, herzlich willkommen im Club Lass Bundesliga. Ist halt ein bisschen scheiße, wenn vor dem Club nur SUVs stehen und du fährst mit dem einzigen VW Polo vor. Merkst du auch, oh, ich glaube verbucht. Wenn die anderen um 5 Uhr kommen und mit Handtüchern liegen reservieren und du kommst um 8 Uhr an den Pool, dann bist du halt zu spät. Darmstadt 98 in der Bundesliga. Ein Bleistift heiratet doch auch nicht einen Anspitzer und sagt dann, ah, die Beziehung, die bringt mich aber um. Haben wir noch einen langen Weg. Kevin! Boah, der ist so hohl. Wir sitzen beim Italiener, der Kevin so, Trainer, soll ich dem Kellner mal sagen, die Suppe ist kalt? Ich so, hör mal, das ist Gazpacho. Und der Kevin, hör mal, Gazpacho, die Suppe ist kalt. Ja, Union, auf dem Cannstatter Wasen haben sie mittlerweile die Schießbuden. Wir haben verloren. Ja. Und es gongt, oder? Gongt. Und der Trainer hat gesagt, ich spreche jetzt mal. 1, 2 oder 3. Letzte Chance vorbei. Ob ihr wirklich richtig steht, seht ihr, wenn das Licht angeht.
Bonucci. Der wiederum hat sich vor ein paar Jahren so einen Motivationstrainer genommen. Ferrarini, oder so heißt er. Verspricht schnellen Erfolg. Wegen Ferrari. Nee, ist jetzt auch, also der.